Ja, hallo Leute, und da bin ich wieder zu Kenji. Oh, diesmal Version 0.65, 0.64. Ja, bin ich nicht mehr dazu gekommen, eine Folge in dieser neuen Version aufzunehmen, da direkt im Anschluss die nächste Version rauskam, 2 Tage später. Und in dieser Zeit konnte ich nicht wirklich aufnehmen. Ja, leicht fail, aber okay. Na ja, gut, kann man eh nichts machen. Also, da komme ich gleich mal. Was hat sich alles verändert? Erstens, die Walls wurden angepasst. Naja, jetzt habe ich wieder keinen Zugriff drauf. Es wurden neue Walls hinzugefügt und die Crossbow-Verteidigungstürme sind jetzt im Spiel. Also, es wurden jetzt die Fernkampfwaffen hinzugefügt. Es wurden auch Bugfixes eingefügt und das Forschungsmenü wurde ein bisschen überarbeitet. Mal gucken, ja. Das Wall-System wurde überarbeitet, deswegen habe ich jetzt auch keine Walls mehr. Jetzt frage ich mich nur, wie es aussieht mit der Homebase. Gute Frage. Ich glaube, dadurch muss ich dann sowieso kleine Planänderungen machen und nach Hause reisen, also die Expedition unterbrechen und schauen, was sich alles jetzt im Bausystem verändert hat. Das Itemsystem wurde auch angepasst, jetzt sehe ich ganz genau, wie viel das Medikit noch hat, also inwiefern es aufgebraucht ist. Auch sehr angenehm. Gibt eine viel bessere Übersicht. Na gut, da ist die Übersicht der Informationen der Charaktere immer noch nicht so super. Aber was wollen wir machen? Und ja, neuer Skill, Turrets. Leider Crossbow und so Sachen sind immer noch nicht drin. Also Fernkampfwaffen werden erst später mal kommen. Und auch so sind keine neuen Skills gekommen. Also es ist eigentlich nur mit Verteidigungstürmen, also mit dem Wall und ja, das ist eigentlich das Hauptsächliche, was gekommen ist. Und jetzt muss ich schnell gucken, wie komme ich nach Hause. So oder so. Da habe ich die Gefahr, dass sie. Warte, da bin ich glaube ich eh rüber. Oder war ich da? Ah, ich nehme den Weg. Das wollte ich sowieso noch schauen, was das eigentlich da für ein Abgrund ist. Dann wäre das auch schon mal erledigt. Dann muss ich nicht extra nach da hinten. Das werde ich irgendwann mal später machen. Dann gucke ich erstmal, was da eigentlich genau ist. Und zum Schluss gehen wir mal darüber. Aber jetzt erstmal zu Hause. Jetzt müssen wir mal zu Hause vorbeischauen. Sollte man ja halt alles überprüfen, ob jetzt alles passt. Besonders weil ziemlich viele Bugfixes dabei waren. Was genau alles für Bugfixes dabei waren und was sich alles verändert hat, da werde ich und kann ich gerade nicht drauf eingehen. Da müsste ich mir mal das alles genauer aufschreiben, ein bisschen übersetzen und einarbeiten. Aber ja, es könnt ihr auch machen. Die offizielle Seite von Lofi Games ist eh, also von Kenji, ist eh in meiner Videobeschreibung mit verlinkt. Also einfach Videobeschreibung öffnen, runter und dann das von Lofi Games öffnen. Und da könnt ihr dann eh immer unter News nachsehen, was da die neuen Add-ons alles bringen, also die neuen Patches. Add-ons kann man ja nicht wirklich dazu sagen. Ja, da muss ich nicht immer drauf eingehen. Interessanter Sternhimmel. Sehr interessanter Sternhimmel. Ist der neu? Ist mir bis jetzt noch nie aufgefallen. Ja, okay, bis jetzt habe ich auch immer nur nach unten gesehen. Faszinierend. Ja, verdammt. Bleib nicht hängen. Warte mal alle zusammen. Und ich muss schon sagen, verdammt. Und ich muss schon sagen, ah, verdammt, ja, ungefähr so. Okay, das sind Hungry Band. Okay, da habe ich eine Chance, das geht. Alles in den Kampf, alles rein. Ohne Rücksicht auf Verluste. Ah, Gott. Ja, das müsste schon gehen. Kam jetzt leicht unerwartet. Hätte ich mir jetzt nicht gedacht, dass da einfach mal ein paar hungrige Banditen mir entgegenkommen und mich angreifen. Warum auch nicht? Und ich habe jetzt wahrscheinlich auch ziemlich viel Schaden gefressen in der Zeit, wo, ja, Schattenjäger, der hat einiges aufs Maul bekommen. Aber er schlägt sich wacker. Wenigstens irgendwas. Schattenjäger, der hat es einfach drauf. Black White, also Black White, nee, Jack White.
Der Jackie. Ja, wie komme ich jetzt auf Black eigentlich? Zu viel Black and White gezockt wahrscheinlich. Der Jackie hat sich auch gut geschlagen. Jetzt müssen wir mal alle verarzen. Die anderen brauchen noch ein bisschen, bis die ankommen. Ah, was hätten die eigentlich... Ja, komm schon. Verdammte schwere Rüstung, die sind halt immer noch überladen. Was ich auch gelesen habe, das Skill-System, also das Level-System wurde leicht überarbeitet. Inwiefern kann ich jetzt leider selber noch nicht sagen. Also müsste ich mich wirklich, wie gesagt, mal reinarbeiten. Ah, hey, speichert sich jetzt. Halleluja. Das mit den Banditen haben sie jetzt auch ein bisschen angepasst, dass jetzt... Na gut, oder auch nicht. Da ist die unendliche Leere. Schätze ich mal. Ja. Muss ich mal abwarten, bis alle da sind. Aha, oh Gott, beeilt euch. Ich bin gerade am Überlegen, wie ich das mache. Aber, Leute. Ich weiß schon, wie ich es mache. Ich mache einen kleinen Speedrun, ausnahmsweise. Von einmal tue ich es ja sowas nicht, aber diesmal ja, vielleicht. Ja, ne, ausnahmsweise. Ab da werdet ihr mich gleich nicht mehr reden hören, sondern nur noch einen Speedrun sehen. Thank you.
Ja, und ab da geht's wieder mit normaler Geschwindigkeit voran, wobei ich mir denke, warum sind da Gebäude oben? Die habe ich doch alle abgerissen. Hä? Was? Na egal. Und wie viele Banditen kommen denn noch? Na gut. Leute, sammeln. Ah Gott. Ah Gott, ah Gott, ah Gott. Ah Gott, ah Gott. Ah Gott, ah Gott. Ja, nee. Ja, nee. Na, nee, nee, nee. Ja, nee. Ja, nee. Schon langsam wird es ein bisschen unangenehm, wie viele feindliche Banditen da schon angerannt gekommen sind. Und jetzt wird es auch schon langsam leicht nervig. Hui. Ah. Okay. Angriff! Lass keinen am Leben! Von 100.000. Das ist schlimm. Das ist echt schlimm. Was ist. Also, dachte schon, der hat einen Helm. Sie hat einen Helm. Das ist eine Sie. Aber die hatte sie nicht. Waren nur weiße Haare. Verdammt, ist das ein Gemetzel. Aber meine Leute gewinnen. Sie sind nämlich overpowered. Ja, na gut. Das hätte ich mir nicht erwartet, dass mir auf einmal ein dreimal so großer Trupp entgegenkommt, als was sonst normal immer gekommen ist zum Bekämpfen. Und ich glaube, das überlebe ich nicht mal. Wollt ihr mich verarschen? Komm schon, das schafft ihr. Mäht sie nieder! Move, du spiel mal Sanitäter. Ah, lasst Mu in Ruhe. Oh, scheiße. Na gut, das dürfte nicht gehen. Werdet Mu mal ein bisschen verarztet. Lenken die anderen alle Feinde ab. Und oh, verdammt, was für ein Massaker, das kurz bevor ich nach Hause angekommen bin. Habe ich den perfekten Einstieg gefunden, um weiterzumachen mit der normalen Aufnahme, ohne Turbo-Vorspullauf. Aber wow, das ist gerade schlimm, was da abgeht. Die haben schon keine Medikits mehr, warum auch nicht? Ja, so, okay. Irgendwie habe ich es halt überlebt. Mehr oder weniger. Das ist keine Medikit? Nee, hast du nicht. Interessant. Oh, Gott, schon langsam wird's unangenehm. Na gut. Da geht schon mal alles voran. Die werden schon langsam alle wieder raufgeheilt. Und jetzt muss ich mir überlegen, wie ich meine Leute nach Hause bringe nach diesem Massaker. Ja, Massaker. Verdammt. Ah, ja. Wie geht's denn überhaupt, Jackie? Jackie, Jackie, wo bist du? Jack White liegt am Boden. Verdammt, da liegt er. Für den wurde es wohl ein bisschen zu viel, da hat eine auf die Brust bekommen. Naja, aber er kommt schon wieder zurück aus dem Koma, also es geht schon voran. Und ich habe schon wieder das Schnaufen drin. Komm schon, heil ihn. Jack will auch ein bisschen verarztet werden. Geht doch. Ah, verdammt. Jetzt muss ich mir überlegen, wie viele Überfälle waren das jetzt da bitteschön? Das waren ja unglaublich oft bin ich jetzt überfallen worden. Das war jetzt nicht mehr normal. Okay, Pickup. Und einer muss Kalandus mitnehmen. Das bist du. Du darfst ihn gleich abpickuppen. So. Weiter geht's nach Hause. Mit angeschlagener Mannschaft. Ja. Jetzt habe ich so viele Kämpfe hinter mir, dass es irgendwie klar war, dass ich dann irgendwann mal weniger Glück haben könnte. Jetzt hoffe ich nur, dass in meiner Homebase nicht auch so viele Feinde sind. Ansonsten habe ich Pech. Und was machen die Gebäude da drauf? Ist das irgendein Bug, der was entstanden ist durch das. Ja, durch die neuen Patches oder wie? Würde ich gern wissen.
Aber jetzt dann sammle ich mich mal davon und guck mir die Hütte an. Vielleicht sind, ja, nee, das sind schon die, was ich damals da gebaut habe. Die sind jetzt schon wieder da. Keine Ahnung warum. Ist ein interessanter Bug. Ja, mir wurscht. Jetzt will ich erstmal dahin und schauen, was das für Gebäude sind. Das Banditen. Das Banditen. Hä? Wollt ihr mich verarschen? Habe ich das nicht alles abgerissen gehabt? Oder spinne ich gerade? Bett, Bett, Bett. Ha, interessant. Sogar der Generator ist da. What the fuck? Was soll denn das? Aber ja, egal. Da gehe ich zuerst mal runter in meine eigentliche Base und mach's mir da unten gemütlich. Ich brauche die Betten. Ah, ihr geht schon mal vor. Ah, Gott, oh Gott, oh Gott. Da habe ich ja ganz schön aufs Maul bekommen. Aber damit werde ich. Ach, komm schon. Das ist jetzt nicht nett. Paste wurde umgehauen. Das ist auch nicht nett. Ah, komm schon, willst du mich verarschen? Okay. Da muss ich jetzt schnell mal ein bisschen umstrukturieren. Ups. Looten. Und verarzten. Das gibt's doch nicht. Scheiß Sandmenscher. Haut mir da einfach mal eine Leute um. So, wenigstens bist du nicht am Sterben. Du könntest endlich mal aufwachen. Komm schon, Galandus, mein alter Ego. Wach auf. Tu was für dein Geld. So. Der hat's überlebt. Du wirst mal geplündert, du miese Band, du verdammter Ninja. 73, 97, ne, schade. Und du nimmst mal ihn mit, den Fein. Oder auch nicht. Ah, verdammt, Autosave. What the fuck? Was was? Ja, nee, ja, nee, ja, nee, nee, ja, nee, ist klar. Okay, fein ist geflogen. Ja, ist fein. Warum auch nicht? Ach, komm schon. Jetzt wird's aber schon langsam. Ich muss mich mal sammeln. Ich muss Banditen töten gehen. Ah, jetzt wird's schon langsam echt unangenehm. Kurz bevor ich nach Hause ankomme, werde ich dann noch mal von Banditen angegriffen, sogar ein Banditenboss. Ja, nee, ist klar. Lauf. Sammelt euch zuerst mal. Das ist wichtiger. Down, check. Sorry, du bist zurück. Check, wo bist du hin? Was zur Hölle? Ja, gut. Hust, hust. Check, ich glaube, du hast da was falsch gemacht im Leben. Und ich glaube, damit werde ich mal diese Folge beenden. Ich hoffe, ihr. Oh Gott, ja.
Diese Folge wird jetzt beendet. In der nächsten Folge seht ihr dann, wie es weitergeht. Ob meine Leute gegen den erneuten Sturm gegen die Banditen überleben können und ob wir Jack White jemals zurückholen können auf die Erde. Oh Gott, Jack, warum nur? Warum bist du nur davon geflogen? Aber naja, dazu sage ich mal danke fürs Zusehen und bis später, Leute. Ciao.